So, ihr kleinen Kacknelken, ich hab's euch ja versprochen, ich beantworte alle eure Fragen, die ihr mir auf Facebook und auf Snapchat gestellt habt. Weil im letzten Video, wo ich es eigentlich machen wollte, ist da irgendwie was anderes draus geworden. Darum dachte ich, wäre es fair, ja, jetzt einfach mal kurz die Fragen für euch zu beantworten. Also ganz schnell. Vanessa fragt, hast du einen ungewöhnlichen Fetisch? Ist es komisch, wenn mich ein perfekt gebratenes Steak anmacht? Vanessa fragt, wann hattest du dein erstes Mal? Also ich glaube, mein erstes Mal... Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, mein erstes Mal habe ich hier. Hier habe ich auch mein zweites Mal. Und hier an der Lippe habe ich auch mein drittes Mal, liebe Vanessa. Du kleine Schwein! Sabrina Rinnefer fragt, wie stellst du dir deinen Traummann vor? Ich hab ihn schon. Gibt's bei Edeka an der frischen Theke? Mein Traummann besteht aus Fleisch. Nein, Spaß. Ich habe wirklich einen Freund und der ist... der Beste! Sorry, aber manchmal muss man das sagen. Und sie fragt noch, welche Modesünde bereust du? Was zur Hölle waren Mokassins? Ey, heute würde ich mir lieber die Füße abhacken, als so einen Scheiß nochmal anzuziehen. Außerdem fragt Joanna, woher nimmst du dein Selbstbewusstsein? Scheiße, leer, oder? Ah, oh, da ist noch ein bisschen drin. Geil. Michelle fragt, wie oft wurde dein Herz gebrochen? Tatsächlich nicht oft. Ich breche Herzen. Mariuma fragt, sorry, wenn ich deinen Namen falsch ausspreche, hast du schon mal geklaut? Ja, ich klaue regelmäßig Essen von Tellern, die nicht mir gehören. Isra fragt, welche Religion hast du? Ich würde, glaube ich, wenn ich könnte, würde ich den heiligen Käsegott anbeten. Denn derjenige, der Käse erfunden hat, ist krass. Schon mal gepopelt. Wer macht so einen Scheiß? Wow. Ey, Sabrina, jetzt kommt ihre Frage aller Fragen. Und zwar, die wissen will, ist, ob ich mit deiner Mutter einen Kaffee trinken darf. Fragen wir sie doch mal. Die Sabrina, Jennifer, möchte gerne mit dir einen Kaffee trinken. Die fragt das, weil du so eine behinderte Tochter hast. Was sagst du dazu? Ja, kein Ding. Natürlich gehe ich mit Sabrina, Jennifer einen Kaffee trinken. Cindy fragt, Cindy, du sag mal, deine Haare, sind die echt? Ja, sind sie. Schwarze Gene, blonde Mama, schwarze Gene, blonde Mama. Lynn fragt, was würdest du der 12-jährigen Tashi sagen? Du solltest Angst haben, dein spastihaftes Verhalten wird schlimmer. Tobi fragt, wie findest du das Spiel Never Have I Ever und verlinkt Maxi Energy? I have never ever ever... I have never. Vanessa fragt, wie gehst du damit um, wenn du unglücklich verliebt bist? Ich entliebe mich wieder. Whitney Sue, deiner Name, fragt... wie war dein erster Kuss? Sowas mache ich nicht. Nur mit mir, weil ich so selbstbewusst bin. Eva fragt, Hund oder Katze? Robbe. Fun Fact. Ich nenne Robbe nicht Robbe, sondern Schwabbel. Weil die klein und dick sind und über den Boden robben wie kleine Schwabbel. Ich nenne euch jetzt alle Schwabbel. Aileen fragt, was findest du extrem ekelhaft? Neidische, bitchige Frauen. Asoziale Frauen. Dummheit. Und Füße. Ich hasse Füße. Ich finde Füße so ekelhaft. Warum haben wir die? Voll unnötig. Ich hasse Füße. Bianca fragt, hat noch eine Frage. Bist du eher die Jägerin oder möchtest du lieber erobert werden? Tatsächlich möchte ich lieber erobert werden. Ich bin die Prinzessin, so trage er sein Anliegen vor. Jennifer Karberg fragt, kannst du mich bitte grüßen? Hi Jenny, what's up? How you doing? Max fragt, du musst jetzt endlich mal auf die Frage eingehen, ob wir den gesehen haben. Wen? Andrea fragt, wie reagierst du auf Menschen, denen man alles 10-mal erklären muss, bis sie es kapieren? Ich habe die Frage irgendwie verstanden. Kannst du vielleicht nochmal? Melina fragt, was ist deine schlimmste Angewohnheit? Ich liebe schlafen. Dominik fragt, ich würde echt gern wissen, wie man wieder anfängt zu vertrauen. Entweder du gibst der Person eine Chance und sie kann sich bewähren. Aber dann musst du dieser Person auch Zeit lassen, weil ich glaube, das Vertrauen wieder aufgebaut ist, dauert wirklich sehr. Eine Ewigkeit später. Lange. Ja, und ansonsten kackst du dir halt einfach ins Gesicht und schreist, niemals! Julia fragt, findest du dich geil? Ich find mich komisch. So, das war's, ihr kleinen Motherfucker. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen meine Person näher bringen und ihr wisst jetzt mehr über mich. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie doch einfach in die Kommentare und ich quatsch da unten ein bisschen mit euch, wenn ihr Bock habt. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. I love you.